Hallo Leute, ich bin in einem verlassenen Schlachthof. Und das ist irgendwie echt ein bisschen spooky hier, denn als ich hier gerade reinkam, war es erstmal ziemlich dunkel, dann roch es nach Tier, totem Tier, also generell irgendwie sehr unangenehm. Und dann ging ich hier so lang und entdeckte das da hinten. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt, es ist zu dunkel hier. Ich muss noch mal ein Stückchen weiter. Es ist immer noch zu dunkel, ich muss mal ein bisschen Licht machen. Jetzt erkennt ihr es, ne? Ja, da hingen dann hier so aufgemalte Schweinehälften. Und als ich von dort hinten kam, dann dachte ich direkt, ja, hier hängt noch was. Und das war natürlich dementsprechend ein bisschen gruselig. Ja, wir können ja richtig schön sehen, diese Haken, die hier noch hängen. Aber es ist immer so ein bisschen befremdlich, so ein Schlachthof. Wo ich jetzt schon einige gesehen habe. Ja, man sieht, hier steht alles offen. Es ist doch immer ein komisches Gefühl. Natürlich weiß man, wie viele Tiere hier gehangen haben und getötet worden sind und verarbeitet worden sind. Ich muss ja auch dazu sagen, also ich selber bin bekennender Fleischesser, da stehe ich auch zu. Aber ich finde, trotzdem muss man sich sowas auch angucken können. Man kann nicht Fleisch essen und dann sagen, nö, interessiert mich nicht, wie das verarbeitet wird und so. Das gehört schon irgendwie auch dazu. Ja, ich mache jetzt hier noch ein bisschen Fotos und werde euch das ein oder andere Mal noch ein paar Bereiche filmen. Ja Leute, ich habe jetzt hier gerade noch einen Bereich entdeckt, der irgendwie total krass aussieht. Das wollte ich euch mal eben noch zeigen. Ich denke, ihr könnt das sehen. Ich vermute mal, hier war ein Bereich, wo dann auch geschlachtet wurde, beziehungsweise auch vielleicht enthaart wurde oder ausgenommen wurde. Oder vielleicht auch ausgeblutet wurde. Ihr könnt das so ein bisschen entdecken. Hier sind so Schalen, drüber Haken. Und ich bin mir sicher, aber da hängt vielleicht sogar noch Blut dran an manchen. Also es sieht auf jeden Fall schon ziemlich krass aus. Das sind ja manchmal so Momente, man geht hier durch leere Hallen und plötzlich kommt man dann in Bereiche, die einen wirklich für einen kurzen Moment ja erstmal überraschen oder auch einfach einen Moment mal stocken lassen. Das sieht einfach schon ziemlich heftig aus. Ich weiß nicht, was das für eine Anlage ist. Ich leuchte mal eben rein. Das sieht aus wie so ein Entborster oder Enthaarer oder so. Ziemlich krass auf jeden Fall. Ja, das wollte ich euch noch gezeigt haben, denn das sieht sehenswert aus. Fotos mache ich jetzt gleich. Und dann bekommt ihr es auch zu sehen. Auf jeden Fall beängstigende Apparaturen, muss ich leider doch irgendwie auch sagen. Hier habe ich einen weiteren Teil des Schlachthofes entdeckt, ja, den ich auch irgendwie recht strange fand. Das hier sind die Stallbereiche, ja, beziehungsweise die Bereiche, wo die Tiere angeliefert worden sind, da hinten in dem Bereich, denke ich, irgendwo. Und ja, dann hier wahrscheinlich gewartet haben, bis sie weiter müssen, dürfen, wie auch immer. Kam dann hier in diesen
Gang rein. Und dann ging es hier hoch. Weil das schon sehr eng ist hier, muss ich sagen. Ja, dort ging es dann hinein. So eine Art Aufzug ist das, wo dann sehr wahrscheinlich das Gas eingespült wurde, dieses CO, wo die Tiere von bewusstlos werden. Und ja, dann ging es hier runter, da steht meine Kamera, Vorsicht. Da sind die Schweine hier runtergefallen, bewusstlos, wurden dann hier aufgehängt. Hier kamen diese frischen Aufhängehaken und wurden dann hier eingehängt, sind dann hier rübergefahren und wurden dann wahrscheinlich hier getötet mit einem Kehlenschnitt, wo sie dann ausbluten. Dann fahren sie hier lang und kommen dann hinten in den Bereich, den ich eben schon gezeigt habe, zum Enthaaren, Abflemmen, wie auch immer, und dann später zur weiteren Verarbeitung. Ja, also das ist auch eine ganz, ganz merkwürdige Stimmung hier. Das ist gar nicht so richtig zu beschreiben. Der Geruch, der ist nicht so schön, echt nicht. Aber düster, düster ist es wirklich und ja, keine Ahnung, merkwürdig. Keine Ahnung, weiß ich nicht, kann ich nicht beschreiben. Ich versuche es auf den Bildern irgendwie so rüberzubringen, dass ihr das nachvollziehen könnt. Ich suche mir jetzt nochmal einen weiteren Weg, denn ich glaube, ich habe noch nicht alles entdeckt, so vom Gefühl her.